Amen. Wir werden später zu diesem Text hier kommen. Der Titel meiner Predigt heute lautet: Das Problem mit der EFG Jakobstraße Brüdergemeinde. Das Problem mit der EFG Jakobstraße Brüdergemeinde. Vielleicht hast du eine Frage: Was für ein Titel ist das, Bruder Moses? Gibst du heute ein Zeugnis? Ja, wir wissen schon, dass du von dieser Gemeinde ausgeschlossen wurdest. 2021, das ist richtig. Oder hast du einen persönlichen Rachefeldzug gegen diese Gemeinde? Ja, vielleicht hast du diese Frage. Lass mich dir sagen, natürlich, ich habe eine interessante Erfahrung mit dieser Gemeinde gemacht. 2021, ich war viele Jahre in dieser Gemeinde und ich wurde ja ausgeschlossen. Überraschung. Ja, und ich habe es bemerkt, dass viele unserer Freunde in einer ähnlichen Situation sind. Sie sind irgendwo in einer Gemeinde, in einer ähnlichen Gemeinde und sie sind natürlich nicht zufrieden damit und sie haben Fragen. Und meine persönlichen Erfahrungen werden dir einen detaillierten Einblick geben, was du von den meisten Kirchen in Deutschland erwarten kannst. Ja? Ja, dass du es weißt, okay, was ich sage, ist richtig, so sind die Gemeinden heute, damit du es einfach weißt. Und ich am Ende möchte ich auch einige Tipps geben, wie du in so einer Gemeinde überleben kannst. Ja? Und ein kurzer Hintergrund. Ja, ich komme aus Indien, das weißt du. Bis ich 13 Jahre alt war, war ich in einer sehr fundamentalen Gemeinde. Ja, King James, kein Alkohol, keine Filme, Frauen tragen keine Hosen, Frauen haben langes Haar, so eine Gemeinde. Und es gab irgendein Kirchendrama, dann haben wir umgezogen, wir sind in eine andere Gemeinde gegangen. Und das war eine NIV, kalvinistische Gemeinde. Und in dieser Gemeinde bin ich gar nicht gewachsen im Glauben. Also sie haben immer wieder gelehrt, hey, Glaube allein, Gnade allein, okay, aber wenn du wirklich gerettet bist, würdest du Werke tun. Wenn es keine Änderung im Leben gibt, wenn du weiterhin in Sünde lebst, warst du von Anfang an nicht gerettet. Das ist, was sie gelehrt haben. Und das hat mich wirklich natürlich sehr geschädigt, diese Lehre. Ja, ich war nie sicher. Ich hatte immer Sünde in meinem Leben, ich hatte sündige Gewohnheiten in meinem Leben und ich habe immer an meiner Errettung gezweifelt. Bin ich wirklich gerettet? Ja, ich habe immer wieder angefangen, Buße getan, okay, was auch immer. Ich werde es jetzt anfangen, ein richtiges Leben zu leben. Aber irgendwann bin ich zurückgefallen und dann wusste ich nicht, ob ich in den Himmel kommen würde. Weißt du? Ich habe gedacht, diese Prediger, diese Ältesten, sie werden in den Himmel kommen. Meine Eltern werden in den Himmel sein, aber ich werde in die Hölle kommen. Ich hatte Angst gehabt und das hat mich wirklich kaputt gemacht. Weißt du, geistlich, geistig. Und als ich 26 Jahre alt war, bin ich in Deutschland umgezogen. Ich war vor einem Jahr in einer EFG, Baptistengemeinde in Bernburg. Danach bin ich nach Leipzig umgezogen. Ich war in dieser Elim-Pfingstgemeinde vor einem Jahr. Und in Leipzig habe ich diesen Typ, Christian Samreich, kennengelernt. Wir haben ein Video gemacht. Ja? Und ich war in diesem Hauskreis und durch ihn bin ich in dieser Gemeinde, EFG Jakobstraße Brüdergemeinde, gelandet. Ja? Und zu dieser Zeit waren meine Eltern auch in einer Brüdergemeinde in Indien. Und sie haben mich natürlich willkommen. Ja, hey, wir beten für dich, ja, Brüder. So. Und damals war ich auch in einem sehr zurückgefallenen Zustand im Leben. Ich war kein ernsthafter Christ. Und ich habe angefangen, in dieser Gemeinde Musik zu machen. Ich war ein Lobpreisleiter. Ja, ich hatte mein eigenes Musikteam. Und natürlich, weiter immer diese Zweiflung, bin ich wirklich gerettet? Ja? Ich wusste nicht, die Wahrheit so klar habe ich nicht bekommen. Irgendwann mal in 2018 habe ich endlich Predigten von Pastor Anderson gehört. Was für eine gute Nachricht. Ja? Was für ein Last, die heruntergefallen ist. Amen. Ja? Und ich habe das Predigt natürlich, Once Saved, Always Saved, gehört. Und ich habe wirklich verstanden durch viele Predigten, was Buße bedeutet. Ja? Ich habe immer gedacht, dass Buße Lebensänderung bedeutet. Weißt du, du sollst aufhören zu sündigen, du sollst umkehren von Sünde, dann bist du gerettet. Nein. Also natürlich, als Christen sollen wir jeden Tag Buße tun, jeden Tag versuchen, im Geist zu wandeln, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Ja? Das gibt uns Freude, Gott wird uns belohnen, Gott wird uns segnen, wenn wir das tun, aber darauf hängt unsere Errettung nicht. Ja? Um gerettet zu werden, wenn es um das Evangelium geht, Buße bedeutet Sinneswandel, Meinungsänderung. Ich habe damals etwas anderes geglaubt, jetzt glaube ich an Jesus. Ich habe damals auf meine guten Werke vertraut, um in den Himmel zu kommen. Nee, ich kann meinen Weg zum Himmel nicht verdienen. Ich glaube nur auf Jesus, 100% auf Jesus. Wir sind alle Sünder. Ja? Wir haben alle verdient, in die Hölle zu kommen. Niemand ist gut genug. Ja? Alle haben gesündigt.
Aber Gott will nicht, dass du in die Hölle kommst. Er hat seinen Sohn gesandt. Jesus ist für uns gestorben. Er hat deine Strafe auf seinem Leib getragen, schmerzhafte Tod geschmeckt. Er wurde 3 Tage lang begraben, wieder auferstanden. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus vertraust, Jesus, du bist für mich gestorben. Du hast für mich dein Blut vergossen. Deswegen, wenn ich sterbe, ich vertraue dir, dass du mich retten würdest. Ich würde nicht in die Hölle kommen, wie ich es verdient habe. Ich glaube, dass du mich retten würdest. Und das habe ich geglaubt. Und natürlich, Glaube allein, Gnade allein. Ist das Evangelium, ja? Und nicht nur das. Also, Glaube allein, Gnade allein. Du musst nicht von Sünden umkehren. Aber, sehr wichtig, einmal gerettet, immer gerettet. Wenn du einmal gerettet bist, bist du für immer gerettet. Das ist, was ewiges Leben bedeutet. Wenn du an Jesus glaubst, zu diesem Moment, ein neuer Geist ist in dir geboren. Ja? Du bist wiedergeboren. Und dieser Geist ist aus Gott geboren. Er kann nimmer mehr sterben. Und er sündigt nicht. Es ist perfekt. Unser Fleisch sündigt weiter. Ne? Bis wir körperlich sterben, es gibt immer diesen Kampf zwischen unserem Geist und unserem Fleisch. Ja? Und natürlich sollen wir jeden Tag Buße tun, damit wir im Geist wandeln können, ja, ein Gott wohlgefälliges Leben leben können. Und was ist damit? Okay, du bist einmal gerettet. Okay, immer gerettet. Kannst du weiterhin in Sünde leben? Und trotzdem in den Himmel kommen. Ja. Ja, sonst niemand würde in den Himmel kommen. Wir sündigen, bis wir sterben. Einige begehen größere Sünden, einige begehen kleinere Sünden. Ja, wenn du größere Sünde begehst, kriegst du größere Strafe in dieser Welt, in diesem Leben. Gott wird dich bestrafen. Wenn du in Ehebruch weiterlebst, wenn du in Unzucht weiterlebst, kannst du früher sterben, kannst du eine Krankheit kriegen. Du wirst kein Glück im Leben haben. Und das will Gott nicht. Ja? Die Bibel spricht davon, es gibt Leute, die in den Himmel kommen, keine Belohnung erhalten, weil sie keine guten Werke getan haben. Sie haben einfach in Sünde gelebt. Ja? Und nachdem ich diese Wahrheit verstanden habe, plötzlich wurde mir klar, dass die meisten meiner christlichen Freunde nicht gerettet sind. Oder? Okay, wir haben zusammen gesungen, Lieder gesungen, ja, über Bibel gesprochen, Bibelverse, es war ein Hauskreis. Ja, viel geredet über Jesus, Gnade, Jesus, Erlösung, biblische Geschichte. Aber plötzlich denkst du, Alter, dieser Typ ist nicht gerettet. Und manchmal denkst du, okay, also bin ich verrückt? Ja, vielleicht sind sie doch gerettet, vielleicht bin ich verrückt. Aber irgendwann mal, nee, es geht nicht. Das Evangelium ist klar. Es gibt keine andere Meinung dort. Es gibt ein Evangelium. Glaube allein, Gnade allein. Du musst nicht von Sünden umkehren. Einmal gerettet, immer gerettet. Diese Kette ist wichtig. Das macht Sinn. Nur diese Kette gibt uns Hoffnung. Weißt du? Und natürlich, als Christen haben wir es immer gelehrt bekommen, dass wir evangelisieren gehen sollen. Oder? Also nicht wie es tun. Die meisten Christen sagen, okay, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit bist, wenn du in Schule bist, in der Familie, was auch immer, du sollst immer versuchen, über Jesus zu erzählen, eine Gelegenheit finden, ja, Menschen zu bekehren, damit sie das Geschenk der Lösung bekommen. Ja? Alle Christen würden sagen, ja, das ist, was wir tun sollen. Oder? Auch die Christen, die nicht gerettet sind, würden sagen, ja, wir sollen über Jesus erzählen. Das ist, was sie sagen. Und natürlich, es gibt auch Muslime, die sich diese Frage stellen. Okay, Glaube allein, Gnade allein, echt? Also du kannst dann Kinder ermorden, ja, Kinder vergewaltigen, 1000 Menschen töten, Satanist werden und ja, trotzdem kommst du in den Himmel, einmal gerettet, immer gerettet. Und die Christen haben keine Antwort dafür. Und dann gibt es ihre Lehre. Ja? Die kommen, ja, Glaube ohne Werke ist tot. Ja? Und was sie damit meinen, ohne Werke bist du nicht gerettet. Aber toter Glaube ist auch Glaube, dass man in den Himmel bringt. Weißt du? Was sie meinen, ist toter Glaube, keine Glaube ist. Kein Glaube ist. Oder toter Glaube, keine Rettung ist. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Oder sie verwenden Hebräer 6, 4 bis 6. Sie sagen, guck mal, es gibt Gläubige, sie haben an Jesus geglaubt und sie sind vom Glaube abgefallen. Falsch. Sie sind nicht gläubig. Sie waren nie gerettet. Sie waren nur erleuchtet. Sie haben den himmlischen Gabe einfach geschmeckt. Sie haben Jesus nicht gegessen. Sie haben nicht das Evangelium angenommen. Sie wussten, was sie tun mussten, um gerettet zu werden. Sie wussten, woran sie glauben sollen. Aber sie haben Jesus absichtlich abgelehnt. Also deswegen haben sie die Chance verloren, jemals gerettet zu werden. Sie können nicht mehr Buße tun. Es gibt ein Point of No Return. Und nicht nur das. Wir leben in einer Woke-Kultur heute. Ja? Diese LGBT ist weit verbreitet. Sie sind überall. Ja? Wir kennen,
Wir kennen alle irgendwo irgendeinen Schwuchtel, oder? Nachbar, Schule, ja, auf der Arbeit, auch manchmal in Familie, manchmal auch in Gemeinde. Ja? Zum Beispiel, wenn du in Deutschland lebst und du hast, ich habe gar keine Ahnung, was diese Regenbogenflagge bedeutet, ja, das ist eine Lüge. Ja? Jeder weiß, was das ist. Heute. Ja, das ist so weit verbreitet. Sie haben Rechte, was auch immer. Und natürlich, diese Christen, auch sie kennen auch jemanden, der ein Schwul ist. Und sie haben gute Absichten. Ich sage nicht, dass sie falsch, sie tun etwas Schlechtes damit. Sie mit guten Absichten wollen, dass dieser Typ gerettet wird. Es gibt diesen Schwul, den ich kenne. Also ich habe versucht, ihm das Evangelium zu erzählen. Aber er sagt, okay, er glaubt an Jesus. Ja, aber er ist weiter ein Schwul. Und sie haben diese Frage. Okay, kann dieser Typ weiterhin in dieser Sünde leben? Aber einmal gerettet, immer gerettet, ne, Bruder Moses? Und sie stellen diese Fragen. Sie sagen, okay, guck mal, können Homosexuelle gerettet werden? Die meisten Christen sagen, ja, jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an Jesus glaubt, wird gerettet. Natürlich, wenn ein Schwul sich bekehrt und Jesus glaubt, kann er gerettet werden. Okay, macht Sinn. Glaube allein, Gnade allein. Ja, okay. Dann muss er von seinen Sünden umkehren? Viele Christen würden sagen, ja, er kann nicht mehr homo werden. Er soll von dieser Sünde umkehren, um in den Himmel zu kommen. Oder? Das ist, was viele Christen sagen. Pädophilen, wenn sie an Jesus glauben, sollen nicht weiter als Pädophilen bleiben. Das macht keinen Sinn. Das ganze Ding, das ganze Kette ist jetzt gebrochen. Ja? Und okay, dann einmal gerettet, immer gerettet ist nicht wahr dann. Ja, sie können ihr Heil verlieren, wenn sie weiterhin in dieser Sünde leben dann, oder? Also Moses, das macht Sinn. Deswegen predigen wir die Verwerfungslehre. Ja. Es gibt einige Menschen, die haben irgendwann mal gegen den Geist gelästert. Gott hat sich geoffenbart und sie haben diese Offenbarung abgelehnt. Sie sind nicht der Wahn verfallen. Ja? Und irgendwann haben sie angefangen, Gott zu hassen. Gott hat sie dahingegeben, verworfenen Sinn. Weißt du? Sie haben die Chance verloren, jemals gerettet zu werden. Und ein Frucht davon ist, einige Menschen, jeder hat seine eigene Wahn, eigene Probleme, einige Menschen werden homosexuell. Einige Menschen werden pädophil. Weißt du? Und das ist eine Erklärung, okay, wenn du einen Typ siehst, der homosexuell ist, das ist klar, okay, er ist irgendwann mal verworfen geworden. Ja? Er kann nicht mehr gerettet werden. Amen. Ja? Also, und dann, nun haben diese Leute, sie verstehen das, okay, ja, das macht Sinn. Und sollen wir das ihnen mit dem Evangelium erreichen dann? Macht das Sinn? Nein. Also sagte Bruder Moses, dass wir keine Liebe für diese Menschen haben? Richtig. Amen. Ja. Es gibt einen gerechten Hass. Solltest du dem Gottlosen, was ist dieser Vers? Solltest du dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen, deswegen ist Zorn auf dir von Seite des Herrn. Sollte ich nicht hassen, die dich Herr hassen und keine Abscheu empfinden von deinen Widersachen? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feind geworden. Ja? Wir lieben diejenigen, die uns hassen, aber diejenigen, die Gott hassen, Römer 1,30 sagt, dass diejenigen, die verworfen sind, sind Gotteshasser. Und wir hassen sie, ein gerechter Hass. Also unser Hass führt nicht, also Gewalttaten zu machen. Ja? Wir vermeiden diese Menschen einfach. Wir brechen unser Kontakt mit ihnen. Ja? Keine Freundschaft, keine Beziehung, fertig. Ja? Und okay, es gibt dann solche Leute, was soll mit ihnen gemacht werden in die Gesellschaft, Bruder Moses? Was ist ihr Sinn? Es gibt eine Lösung, 3. Mose 20,13. Ja, sie sollen getötet werden, ihr Blut sei auf ihnen. Das ist, was die Bibel sagt, oder? Guck mal, das ist, was wir glauben. Ja? Wenn die Regierung das nicht tut, wird Gott uns wie Sodom behandeln. Dann werden auch viele unschuldige Menschen sterben. Oder? Das macht Sinn. Also, guck mal, nochmal. Stell dir vor, diese Kette. Glaube allein, Gnade allein. Du musst nicht von Sünden umkehren. Einmal gerettet, immer gerettet. Dann natürlich diese Frage, was ist mit Homos? Sie sind verworfen. Sie können nicht mehr gerettet werden. Ja? Und, okay. Christen, als Christen, wenn wir bibeltreu sind, hassen wir ihnen. Und am Ende des Tages, sie sollen getötet werden. Es soll eine Todesstrafe geben. Diese ganze Kette macht Sinn. Also, das verdeutlicht das Evangelium. Das macht das Evangelium klar. Also, wenn jemand sagt, wenn diese Leute sagen, guck mal, nee, sie haben nicht verdient zu sterben,
Es soll keine Todesstrafe geben. Sie können an Jesus glauben und sie können gerettet werden. Dann weißt du, was die Leute sagen. Okay, Homosexuellen sollen von ihren Sünden umkehren und in den Himmel zu kommen. Das bedeutet, ich auch von meinen Sünden umkehren und in den Himmel zu kommen. Ja, ich bin auch ein Sünder dann. Ja, wenn Homosexuellen umkehren sollen, dann soll jeder dann umkehren, um in den Himmel zu kommen. Ja? Und das ganze Evangelium bricht einfach. Okay, einmal gerettet ist nicht einmal gerettet. Ja? Du musst von Sünden umkehren, dann am Ende des Tages ist kein Glaube allein, kein Glaube, Gnade allein. Weißt du? Und ich habe angefangen, irgendwann all diese Dinge auf Facebook zu posten. Ja? Predigten von Pastor Anderson und all das zu teilen. Ja? Guck mal, diese Lehre, die besagt, Homos können gerettet werden, indem sie an Jesus glauben und von ihren Sünden umkehren. Ja, das ist, was sie sagen. Am Ende des Tages, im Endeffekt, sollen sie aufhören, Homos zu werden, um in den Himmel zu kommen. Weißt du, diese Lehre stiftet Verwirrung unter den Menschen. Diese Lehre verunsichert selbst die Christen. Diese Lehre lässt Christen an ihrer eigenen Erlösung zweifeln. Weißt du, diese Lehre hindert ungerettete Kirchenbesucher daran, gerettet zu werden. Weißt du, wenn jemand in die Gemeinde kommt und der Prediger sagt, ja, Homos können gerettet werden, sollen Buße von Sünden tun, die Kirchenbesucher, okay, das Evangelium ist gar nicht klar. Diese Lehre pervertiert im Grunde das Evangelium. Ganz einfach. Weißt du, und ich habe das gepostet, schlag auf 1. Korinther Kapitel 6. 1. Korinther Kapitel 6. Ich habe endlich ein E-Mail bekommen von diesem Pastor der Jakobstraße Gemeinde. Philipp Buskamp heißt er. Lieber Moses, nachdem ich mehrere Geschwister aus der Gemeinde auf deine Posts auf Facebook bezüglich dem Umgang mit Homosexualität und deiner mit der Bibel begründeten Einstellung dazu hingewiesen haben, habe ich mir über Sarahs Facebook-Account, also das ist seine Frau, mal einige angeschaut und wir haben sie gestern auch im Ältestenkreis besprochen. Um deine Sicht besser zu verstehen und dir auch unsere darzulegen, würde ich mich gerne mit Friedermann gemeinsam mit dir treffen. Also Philipp Buskamp ist der Pastor und es gibt eine andere Älteste, der heißt Friedermann Volke. Ja, und er ist unser Brudergemeindler sehr berühmt. Ja, dass du das weißt, ich werde diesen Namen nochmal später erwähnen. Und wir haben gesprochen, das und sagen, Römer 1 spricht von alle Sünder. Ja, jeder fängt das Leben als Verworfener. Ja, das macht, ja, macht Sinn, oder? Das ist nicht, was die Bibel sagt. Ja, die Bibel sagt in Römer 1, sie sind fähig, all diese Sünde zu tun. Alle diese Sünde sind dort, alle Sünden sind dort gelistet, aufgelistet. Sie sagen, ja, guck mal, das sind wir. Sagt die Mörder, Lügner und alles. Nee, sie sind fähig, alle Sünde zu tun. Ja, guck mal, normale Menschen tun nicht alle Sünden. Ja, gerettete Christen tun nicht alle Sünden. Sie tun alle Sünden, sind fähig, das zu tun. Das ist, was Römer 1 spricht. 1. Korinther 6, ihr seid in 1. Korinther 6, sie haben auch dieser Vers gezeigt. Vers 9, ab Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und im Geist unseres Gottes. Und sie sagen, guck mal hier, es gibt Knabenschänder, sie waren vorher Knabenschänder, sie waren Pädophilen, aber jetzt sind sie gerettet. Sie sind Teil des Gemeinde, Bruder Moses. Guck mal, das sagt die Bibel hier. Guck mal, in diesem Kapitel, du sollst immer den Kontext verstehen, ja? In diesem Kapitel geht es um Christen, die gegeneinander kämpfen. Und sich sogar gegenseitig vor Gericht bringen. Guck mal Vers 1. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Guck mal, unerlöste Menschen kommen nicht in den Himmel, oder? Ungerechte Menschen kommen nicht in den Himmel. Das sind die Merkmale von unerlösten Menschen, einige Merkmale. Ja, so sind ungerechte Menschen in generell. Ja? Und er sagt, einige von euch waren ungerecht, einfach. Waren ungerecht, waren Sünder, waren ungerettet. Ja? Aber ihr wurdet gerettet und nicht nur das, ihr seid jetzt Teil der Kirche. Ja? Also es gibt einen besseren Weg, das meint Paulus hier, eure Probleme zu lösen. Es gibt einen besseren Weg. Zuerst sollst du sicherstellen, dass du nicht weiter in Sünde lebst, dass du nicht weiter in Unzucht lebst. Ja?
Und guck mal, es gibt einige Leute, die dieser Vers hier gucken, Vers 9, und sagen, wenn man diese bestimmte Sünden begeht, Bruder Moses, kommt man nicht mehr in den Himmel. Wenn du Christ bist und wenn du Ehebruch, Unzucht und all diese Dinge, Dieberei, Trunkenbold, was auch immer, wenn du diese Dinge tust, das beweist, du kommst nicht in den Himmel. Das Reich Gottes nicht erben. Guck mal, die Bibel sagt in Offenbarung 21,8, alle Lügner, ihr Teil werden, See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, alle Lügner auch kommen nicht in den Himmel. Ja? Und das steht nicht hier. Zum Beispiel, Lügner. Also, wenn alle Lügner in die Hölle kommen, dann kommt niemand in den Himmel. Dann. Ja? Wir sind gerettet. Also, die Bibel sagt in 1. Korinther 15,50, du musst nicht aufschlagen. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Unser Fleisch wird niemals in den Himmel kommen. Unser Geist, ja. Eines Tages wird unser Geist ein neues Fleisch kriegen. Unser Fleisch und Blut, das wir gerade haben, es wird niemals in den Himmel kommen. In Römer 7,18, Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Unser Fleisch bleibt immer sündig. Und guck mal, trotzdem sagen sie, guck mal, es heißt hier ganz klar Knabenschänder. Ja? Laut was Paulus sagt, einige Christen können vorher Knabenschänder sein können. Lass mich dir sagen, auch viele Freikirchler, auch diejenigen, die ein falsches Evangelium haben, auch diejenigen, die an die Verwerfungslehre nicht glauben, sie stimmen nicht mit dieser Übersetzung überein. Sie denken auch, natürlich, guck mal, fast jeder, auch Muslime, auch Atheisten, sie sagen, dass Pädophilen bleiben immer Pädophil. Sie können sich nicht bekehren, sie können nicht normal werden. Weißt du? Es ist Blödsinn, es ist Schwachsinn zu behaupten, dass einige Christen, zum Beispiel dieser Typ, der jetzt Christ geworden ist, ein Prediger, vorher war er irgendwann mal ein Pädophil. Das macht keinen Sinn. Ja? Und was sie sagen ist, es gibt, Bruder Moses, es gibt hier zwei Wörter, wenn du zurück nach Griechisch gehst, es gibt diese zwei Wörter. Und das sind die richtige Übersetzung. Sie sagen, hier werden beide Teilnehmer, das ist ein bisschen eklig, aber das ist ihr Argument. Hier werden beide Teilnehmer eines homosexuellen Paares genannt. Das ist, was sie sagen. Der aktive Homosexuelle und der passive Homosexuelle. Sie sagen hier, Weichling bedeutet, das ist eine passive Homosexuelle. Und das andere Wort, das ist richtig übersetzt als eine aktive Homosexuelle. Und was bedeutet das, Alter? Ja, das ist komisch, das ist eklig. Ja, guck mal, sie sagen, wer ist ein passiver Homosexueller? Also ist das nicht die gleiche Sünde? Ja, sind sie beide nicht Sünder? Ah, sie meinen, die passiven Personen sind hier diejenigen, die nicht eingewilligt haben. Sie sind Opfer einer Vergewaltigung. Aber dann, wenn jemand vergewaltigt wird, ist das eine Sünde? Das ist keine Sünde. Ja? Und guck mal, meine Frage ist, warum sollte Paulus die Rollen der Homosexuellen aufteilen? Sie sind beide Sünder. Sie sind gleichermaßen verwerflich, passiv oder aktiv, egal. Wenn sie das eingewilligt haben, das ist Sünde. Also meine Frage ist, wenn Paulus die Rollen der Homos aufgeteilt hat, warum hat er dann nicht auch die Rollen der Ehebrecher aufgeteilt? Warum hat er nicht gesagt, der aktive Ehebrecher und die passive Ehebrecherin? Oder der aktive unzüchtige Mann und die passive unzüchtige Frau? Hat er das hier erwähnt? Er hat gesagt, Ehebrecher, Unzüchtige. Aber wenn es um Homosexuellen geht, nee, passiver und aktiver. Macht das Sinn? Also also Knabenschänder natürlich, das ist einfach Missbrauch eher selbst. Diejenigen, die sich selbst missbrauchen lassen. Die ihn missbrauchen lassen. Weißt du, zum Beispiel Huren. Huren, das können Huren sein. Einfach, sie waren in Hurerei gelebt und sie haben irgendwann an Jesus geglaubt, sie wurden gerettet. Und nicht nur das, sie haben angefangen, in die Kirche zu kommen, sie haben ihr Leben in Ordnung gebracht. Und das können Gläubige sein, oder? Das ist möglich, das macht Sinn. Und ich werde euch beweisen, dass kein Christ, kein erlöster Christ, nie Homo gewesen sein kann. Ja? Homosexualität und Pädophilie sind unnatürliche Sünde. Schlag auf 1. Korinther 10. Nur eine Seite weiter, einige Seite weiter. 1. Korinther 10. Währenddessen lese ich aus Römer 1, 26.
Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst empfangen. Also die Bibel sagt, homosexuelle Sünde unnatürliche Sünde ist. Das ist nicht natürlich. Natürliche Menschen, normale Menschen kämpfen nicht mit dieser Sünde. Und die Bibel sagt in 1. Mose 13, 13, aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Außerordentliche Sünde. Außergewöhnliche Sünde. Also, und er sagt in 1. Korinther 10, guck mal Vers 13, nur das erste Teil. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Wenn du Christ bist heute, du hast nie von Homosexualität versucht. Also, wir haben normale Kämpfe. Ehebruch zum Beispiel, Unzug zum Beispiel. Das sind normale Kämpfe. Wir haben damit zu kämpfen. Aber nicht Homosexualität. Damit kämpfen wir nicht. Das macht keinen Sinn. Ja, guck mal, wenn du wirklich diese Probleme hast, wenn du auf deinen Mann siehst und sagst, du brennst ihn, du bist verworfen. Es gibt Leute, die sagen, okay, es gibt dieser Typ, er ist jetzt Christ geworden, aber er kämpft mit Homosexualität. Falsch, er ist ein Lügner. Er wird irgendwann Kinder schänden. Wenn du gläubig bist, wenn du gerettet bist, wirst du niemals in Luft auf jemanden des gleichen Geschlechts verfallen. Du wirst durch natürliche Sünde wie Ehebruch, Unzucht und so weiter in Versuchung geführt. Guck mal, manchmal gibt es Teenagers, die wegen all der Pornos und Hollywood, denen sie ausgesetzt sind, damit experimentieren. Weißt du? Und sie sind einfach betrunken mit Hollywood, mit Porno, mit Alkohol, was auch immer. Und sie experimentieren damit. Und sie werden davon angewidert und gehen davon weg. Das bleibt als eine peinliche Erfahrung. Warum habe ich das gemacht? Ja? Normale Menschen haben nicht mit dieser Sünde zu kämpfen. Es ist kein natürlicher Kampf. Nur diejenigen, die Gott hassen, die anfangen, Gott zu hassen, würden darin fortfahren, weil sie einfach verwerflich sind. Weißt du? Und ich habe auch dieser Vers zitiert, im Psalm 139. Sollte ich nicht hassen, die dich Herr hassen? Ja? Und der Pastor Philipp Buskamp meinte, das spricht nicht über Menschen, das spricht über Sünde. Wir sollen Sünder hassen, Bruder Moses. Ja? Er hat Gandhi zitiert. Hass die Sünde, liebe die Sünde. Ne? Das ist nicht in der Bibel zu finden. Guck mal, sollte ich nicht hassen, die dich Herr hassen, wir sollen Sünde hassen. Okay, meine Frage, hasst Sünde Gott? Macht das Sinn? Sünde ist ein Tat. Wie kann Sünde Gott hassen? Und ich habe auch, damals war mein Deutsch nicht so gut. Ja, später nach dem Gespräch habe ich durch einen Online-Translator alles geschrieben und nochmal ein E-Mail geschickt. Und Sie haben das gelesen, lieber Moses, wir haben uns in dem Ältestenkreis noch einmal unterhalten, auch über die E-Mail, die du ja noch geschrieben hattest. In unseren Grundaussagen stehen wir immer noch dabei, dass eine Aufforderung zum Hass unbiblisch ist. Ja, die Bibel nicht gelesen. Ja? Und dass die Bezeichnung von praktizierter Homosexualität als eine quasi unvergebbare Sünde ebenso unbiblisch ist. Also sie sind einfach gehirngewaschen, weißt du? Das ist das Problem. Und dann gab es dieser zweite Ältesten, der dritte Ältesten, der mit mir gesprochen hat. Dieser Philipp Buskamp, Friedemann Volker und dann gibt es den dritten Typ, Benjamin Förster. Benjamin Förster. Du kennst diese Leute, oder? Also vergessen. Okay. Er hat sowas geschrieben. Ich glaube, dass Gott Menschen verwirft. Er glaubt an die Verwerfungslehre. Ja? Aber ich kann nicht sehen, dass diese Verwerfung gesetzmäßig über eine bestimmte, vollständige Personengruppe erfolgt, wie du es aus Römer 1 für Homosexuelle ableitest. Und er hat ein Argument. Ich habe gesagt, ja, es gibt Hass, auch wenn wir sagen, ich liebe jemanden. Es gibt auch Hass. Liebe und Hass. Ja, ohne Hass funktioniert Liebe nicht. Ja? Und sein Argument war, Bruder Moses, ich liebe meine Frau. Wie kann ich sie gleichzeitig hassen? Wenn du deine Frau liebst, wirst du demjenigen hassen, der deine Frau vergewaltigen will. Er ist ein Ältester, Gemeindeleiter. Wie dumm kann man sein? Wenn du Blumen liebst, liebst du Unkraut. Wenn du Kinder liebst, wirst du diejenigen hassen, die Kinder schaden wollen. Oder? Macht das Sinn? Ist das so schwer zu verstehen?
Oh, ich liebe Blumen, wie kann ich die Blumen gleichzeitig hassen? Und er sagte, Verwerfung ist das Urteil Gottes, was er meint. Wir können nicht entscheiden, wer ein Verwerflicher ist und wer nicht. Das können wir nicht entscheiden, sagt er. Guck mal, wir verwerfen keine Menschen, das ist nicht unser Urteil. Das ist nicht unsere Entscheidung. Auf der Grundlage der Bibel, auf der Grundlage von Beweisen, können wir ableiten, dass diese Person zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit verwerflich geworden ist. Ja, wenn wir einen Homo sehen, okay, dieser Typ ist okay. Er gibt zu, er sagt, ich bin Homo. Ja? Und damit weiß ich, dass er verwerflich ist. Ja, ist das so schwer? Guck mal, als errettete Christen sind wir in der Lage zu wissen, wer gerettet ist und wer nicht, oder? Wenn wir Seelen gewinnen gehen, wenn jemand sagt, ich bin nicht sicher, ob ich in den Himmel komme, er ist nicht gerettet. Wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus, ja, aber ich kann mein Heil wieder verlieren, wenn ich nicht mehr in die Gemeinde gehe, er ist nicht gerettet. Und natürlich, das entscheiden wir nicht. Okay, wir sagen, er ist nicht gerettet, aber ich will, dass er gerettet wird. Wir geben solcher Typ das Evangelium, damit er gerettet werden kann. Oder? Wir beurteilen das anhand dessen, was eine Person zugibt. Ja? Genauso ist es mit Verworfenen. Das ist nicht unsere Entscheidung. Wegen was diese Person zugibt, sagen wir, okay, dieser Typ ist verworfen. Manchmal wissen wir nicht, oder? Ob ein Besucher verwerflich ist oder nicht. Manchmal, sie werden das einfach verstecken. Sie sagen das nicht. Ja? Sie machen, als ob sie gerettet sind, sie sprechen über Jesus. Manchmal können sie auch das wahre Evangelium erklären. Ja? Und sie sind Verworfene, Homos. Also wie merken wir das? Was tun wir in dieser Situation? Deswegen ist die Mahlfeier wichtig. Lass uns dir erzählen. Wenn jemand in unwürdiger Weise teilnimmt, im Abendmahl, Mahlfeier, wie Judas das getan hat, wird Gott ihn richten. Weißt du? Und so wird eine Kirche von dem heimlichen Eindringen von Verworfenen geschützt. Menschen, guck mal, ich werde über das Mahlfeier reden. Menschen, die nicht das richtige Evangelium haben, begehen die Mahlfeier aus völlig falschen Gründen. Sie lehren, dass man an der Mahlfeier teilnimmt, um gerettet zu bleiben. Hast du das gehört? Ja, du sollst jeden Sonntag an Mahlfeier nehmen, damit du gerettet bleiben wirst. Das ist bescheuert, das ist nicht, was die Bibel sagt. Ja? Guck mal, wir lehren auch Mahlfeier, aber es ist ganz anders. Guck mal, wir lehren, dass die Mahlfeier während der Abendzeit in einem geschlossenen Kreis stattfinden soll. Nicht während des Gottesdienstes. Also, sie sollte von einem ordinierten Ältesten organisiert werden, der sicherstellt, dass alle Teilnehmer gerettet sind. Also, er wird Fragen stellen in dieser Gruppe. Hey, ich werde dich fragen nochmal. Hey, was glaubst du, was muss man tun, in den Himmel zu kommen? Wenn du das wahre Evangelium hast, dann ja, kannst du teilnehmen. Wenn du nicht gerettet bist, sollst du nicht daran teilnehmen. Also, in 1. Korinther 11 gibt Paulus Anweisungen, wie das Abendmahl gefeiert werden soll. Ja? Zum Beispiel in Vers 20 heißt es, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Weißt du? Aber was machen die meisten Christen heute? Sie machen genau das Gegenteil. Sie sagen, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch, um das Mahl des Herrn zu essen. Und die Bibel sagt nicht. Also die meisten der heutigen Traditionen in Bezug auf das Abendmahl stammen von der katholischen Kirche, nicht von der Bibel. Sie machen das, weil die Katholiken das gemacht haben. Sie haben es irgendwie verdreht, evangelisch gemacht und sie machen etwas Ähnliches. Und lass mich andere Bereiche aufzeigen, in denen diese Gemeinde katholische Traditionen folgt. Ja, ich gebe einige Beispiele. Diese Gemeinde, und es gibt auch andere Gemeinden, sie wiederholen das Vaterunser. Brüdergemeinde, die machen das. Besonders dieser Philipp Buskam, der Pastor, sagt immer, wir lassen uns Vater unser beten. Ja? Unser Vater im Himmel. Heilige, ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. Weißt du, wir sehen nicht, dass Jesus oder die Apostel das wiederholt haben. Jesus hat das als Modell gegeben, darauf bauen wir unser eigenes Gebetsleben. Weißt du? Und das Vater unser ist in der Bibel zweimal erwähnt. Einmal in Matthäus, einmal in Lukas. Und der Wortwahl ist ein bisschen anders. Also welche sollen wir dann beten? Ja? Keiner eigentlich.
Und sie haben den Segen am Ende des Gottesdienstes, wie die Katholiken machen. Der Herr behüte euch und segne euch und sei mit euch, ja, weißt du? Also sie singen das nicht, aber sie sagen das einfach. Und währenddessen, es gibt Leute in der Gemeinde, sie stehen so. Alter, was ist das? Seit wann seid ihr charismatisch geworden? Ist das Brudergemeinde oder charismatische Gemeinde? Sie haben einen 6-wöchigen Taufkurs. Das ist auch katholisch, das kommt von der katholischen Katechismus. Ja, das hat dieser äthiopische Kämmerer gemacht, weißt du? Er hat 6 Wochen Taufkurs gemacht, bevor er getauft wurde. Richtig. Und lass mich dir sagen, das ist sehr lustig. Ja? Sie haben einmal im Jahr eine Tradition. Am 31. feiern sie einen Zeugnisgottesdienst. Es gibt einen Gottesdienst, du kannst vorne gehen und sagen, wie Gott dir geholfen hat und alles. Warst du dabei? Ich weiß nicht. Wenn man noch vorne kommt und ein Zeugnis ablegt, sollte man kurz danach eine Kerze, ein Teelichter anzünden, sie auf den Boden stellen und alle Kerzen sollten die Form eines Kreuzes bilden. Ich habe einmal Zeugnis gegeben. Ich war dort einmal, ich habe erzählt, wie mein Leben war und alles. Ich war fertig, ich wollte einfach meinen Platz nehmen. Und es gibt Leute am Vorne, die sagen, Moses, anzünden. So peinlich. Also, sie sind nicht nur charismatisch, sie sind auch katholisch, buchstäblich. Sie freuen sich mit lutherischen Priestern an, wie Christian Samrat. Er ist ein Irrlehrer. Der Fluch sei auf ihm. Er glaubt, dass man bis Ende ausharren muss, um in den Himmel zu kommen. Er lehrt Werksgerechtigkeit. Aber er ist ein sehr netter Typ. Er ist ein sehr guter Typ. Er hat eine gute Lächeln, was auch immer. Und sie sagen, oh, er muss ein wahrer Christ sein. Oh, was für ein Diener Gottes. Also kein Wunder, diese Gemeinde ist Teil der evangelischen Allianz. Sie sind Teil der evangelischen Allianz, wo auch Sekten gibt. Diejenigen, die pure Werksgerechtigkeit predigen, sind auch Teil dieser evangelischen Allianz. An einem Sonntag im Jahr gehen die Prediger in andere Gemeinde auf Deputation, zum Beispiel dieser Friedemann Volke. Er geht in dieser EFG Baptisten, wo Frauen predigen. Und er predigt dort. Und dieser Philipp Buskamp, er geht in diese anglikanische Gemeinde, diese Leipzig English Church, wo sie Kinder taufen, und er predigt dort. Das ist eine Brudergemeinde. Anstatt sich von diesen heidnischen Kirchen zu trennen, schließen sie sich ihnen an. Ja, Kompromissler. Weißt du, sie wollen einfach Menschen gefallen. Sie wollen einfach Gemeinsamkeiten suchen. Weißt du, die Bibel sagt in Lukas 20, 46, so muss ich aufschlagen, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern im Talar einhergehen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Hütet euch von Christian Samrat. Von dieser indische Prediger, der immer lange Kleider trägt und er ist jetzt Bischof geworden in Tamil Nadu, dieser Typ. Er war vor 2 Jahren in dieser Brudergemeinde ein Pastor, dieser evangelische Priester, weißt du, der so Dinge tut, weißt du, in der Luft. Und manchmal, es gibt Bilder, die gepostet werden in dieser Leipzig Missionswerk. Er trägt immer diese lila, purple, pink Kleider, Gewänder. Und er steckt Girlanden auf irgendeine Statue. Er war Pastor in der Brudergemeinde. Also noch eine andere Geschichte. Die Hindus in Indien, sie machen etwas, das sie Kerzenanzünderzeremonie nennen. Kennst du das, ne? Und wenn sie etwas einweihen wollen, eine Veranstaltung einweihen wollen, es gibt eine besondere goldene Lampe, die den Geistern gewidmet ist. Also Dämonen gewidmet ist, und sie zünden sie an. Sie tun es für ein gutes Omen, Aberglaube, weißt du? Und alle heidnischen Christen in Indien haben es kopiert. Sie haben dieselbe Lampe mit einem Kreuz darauf, weißt du? Und sie führen dieselbe heidnische Ritual im Namen Christi hier durch. Sie machen das auch, das Gleiche. Und dieser Typ macht das auch. Und weißt du, dieser Mann, der Christian Samrat, hat der Gemeinde in Jakobstraße eine solche Lampe geschenkt.
Ja? Und die Leute stellen sie jedes Mal auf den Tisch, wenn sie das Abendmahl feiern. Und du hast es gesehen, oder? Er war das erste Mal dabei. Hey, was ist das, Alter? Was ist das hier? Ja, deswegen solltest du von solchen Leuten euch hüten. Weißt du? Also ich war in dem Musikdienst und irgendwann mal haben sie gesagt, okay, Bruder Moses, du darfst nicht mehr Musik spielen, du darfst nicht mehr vorne kommen und etwas leiten, sorry. Sie haben mich aus dem Musikdienst entfernt und damals, das war ein bisschen, das war sehr entmutigend für mich. Weißt du, ich habe das wirklich genossen, aber irgendwann später habe ich gemerkt, hey, preis den Herrn, wir haben sowieso nur Schuchtenlieder gesungen. Weißt du, also Hillsong-Lieder, ruf zu dem Herrn, alle. Okay, endlich fertig damit. Ja? Und natürlich, ich war immer noch ein Mitglied in der Gemeinde und ich habe meine Privilegien als Kirchenmitglied ausgenutzt. Zum Beispiel, in Brudergemeinde, es gibt erste Stunde, du darfst vorne gehen und etwas sagen, ein Zeugnis geben, was auch immer. Und ich habe das gut genutzt. Ja? Weißt du, während dieser Zeit bin ich jeden Tag Seelengewinnen gegangen, ja? Und Sonntag habe ich vorne gekommen, ich habe eine Erfahrung erzählt. Ja, dieser Typ hat so Fragen gestellt, ich habe so dieser Vers gezeigt. Ich habe versucht, das Evangelium zu erzählen, ja, dass es nicht aus Werke ist, dass es von Glauben ist. Ja. Und irgendwann habe ich auch angefangen zu sagen, hey, guck mal, das Evangelium ist einfach. Ja. Und wenn wir mit dem wahren Evangelium zu Menschen gehen, sie werden auch gerettet. Also ich wollte einfach sie erzählen, dass es, hey, es ist einfach, es ist nicht so schwer. Du kannst Seelengewinnen gehen und echte Früchte tragen. Weißt du? Und ich habe einige Verse gezeigt, wir sollen das tun, wir sollen Seelengewinnen gehen. Ja, die Art und Weise, wie ich mache, das funktioniert, Leute. Ja? Was ihr macht, ist dumm, das funktioniert nicht. Ja, also ich habe nicht das gesagt, aber sie wollen einfach, okay, es gibt dieser Typ, mein Nachbar, ich versuche seit 3 Jahren lang, ihn zu erreichen. Ja, du kannst diese Woche gehen und 3 Errettungen haben. Also? Und sie haben noch ein E-Mail geschrieben. Im letzten Ältestenkreis sprachen wir nochmal über deine theologische Sichtweise, über die wir uns ja strittig auseinandergesetzt haben. Sie waren auch ein bisschen verwirrt. Ah, okay, es ist auch biblisch, aber nee, das geht nicht. Ja? Dabei ist uns nochmal bewusst geworden, dass du die letzten Male in den Gottesdiensten, wo es freie Beitragszeiten gab, jedes Mal einen Wortbeitrag gegeben hast, der in etwa in die gleiche Richtung ging. Die Geschwister zu ermahnen, Seelengewinner nach deinem Verständnis zu werden oder dass Früchte im Reich Gottes ausschließlich bekehrte Menschen sind. Ja? In vielen Aspekten sind deine Gedanken nicht verkehrt. Ja, du hast recht, Bruder Moses. Aber hatten immer einen starken, mahnenden und belehrenden Charakter und waren in den Details einseitig. Ja? Du hast wie Jesus gesprochen. Das wollen wir nicht. Ja? Grundsätzlich soll die Anbetungsstunde in unseren Gemeinden einen Charakter der Anbetung und Andacht haben. Wir wollen auf Jesus sehen und damit zu einem inneren und äußeren Lob kommen. Wir wollen ein bisschen charismatische Erfahrung haben. Weißt du? Ja? Es soll an dieser Stelle vordergründig keine theologische Belehrung oder Weitergabe von Lehrbotschaften stattfinden. Diese sollen in den Predigtgottesdienst ihren Platz haben oder gar theologische Streitgespräche geführt werden. Also, sie wollen einfach charismatisch werden. Ja, weißt du? Und theologische Streitfragen nicht im falschen Rahmen, nämlich der Anbetungsstunde, auszutragen, denn dazu provozieren deine Aussagen und Beiträge öfters, wollen wir dich bitten, dich in den Anbetungsstunden, in den freien Beitragsmöglichkeiten nicht mehr mit Wortbeiträgen zu beteiligen. Also, Redeverbot. Ja? Ich darf nicht vorne kommen und sagen. Und ich habe diese E-Mail an einem Dienstag bekommen. Also, und Sonntag bin ich in die Gemeinde gekommen. Okay, ich halte meinen Mund. Ich bleibe dort. Ja, ich werfe mich unter dieser Leitung. Und eine Frau ist vorne gekommen, Zeugnis zu geben. Sie hat erzählt, ich habe jemandem das Evangelium erzählt auf der Arbeit. Bruder, Geschwister, wenn wir das nicht tun, kommen wir nicht in den Himmel. Ja, wenn du Menschen über Jesus nicht erzählst, Jesus wird dich schämen. Ja, du wirst nicht in den Himmel kommen, wenn du andere Leute über Jesus nicht sagst. Alter. Und ich habe danach gesagt, ich bin zu Friedemann gegangen. Guck mal, sie lehrt etwas ganz Falsches. Falsche Auslegung, falsches Evangelium. Aber sie darf ihre Ding sagen und ich habe Redeverbot. Ja? Und seine Reaktion war, ja,
sowas. Aber wir halten deine Rede für Wort, weißt du? Ja. Noch eine andere Geschichte. Der Pastor Philipp Buskamp hat eine Frau. Sarah Buskamp heißt sie. Ja? Und sie ist eine Künstlerin. Du weißt, wo ich hingehe. Sie ist eine Künstlerin und sie hat eine besondere Art von Kunst gemacht. Also, sie hat ihre eigene Website, sie verkauft auch Bilder. Und sie hat eine schlechte Erfahrung gehabt in 2021, ja. Und sie hat das berichtet, ja. Sie hat erklärt, was dieser Kunst ist. Und das werde ich lesen, das ist vor ihrer Website. Während der Corona sich über den Globus ausbreitete, habe ich beschlossen, meine Fragen auf Leinwand zu bringen. Warum Leid? Wie lange noch? Wozu? Wie gehen wir mit Trauer um? Wo ist Gott in all dem? Mein abstraktes Fragen wurde im Mai konkret, als uneingeladen Chaos durch mein Leben stürmte. Wie durch Vorahnung wurden meine abstrakten Themen von Trauer und Klage für mich dieses Jahr Fakt, eingehüllt in den Kontext des weltweiten Stöhnens und der Trauer von 2020. Zwei Notoperationen und der Verlust meiner ersten Schwangerschaft haben mich für Monate außerstande gesetzt zu arbeiten. Das ist schwer, oder? Ja? Sie hat Kind verloren, also ungeborenes Baby. Die Warum-Fragen gewannen an Schärfe. Warum ich? Warum mein Körper? Warum dieser Schmerz? Es fühlt sich an, ich hätte mein Körper mich verraten und ich konnte es nicht ändern. Egal wie sehr ich mich abgestrengt, gebetet, gearbeitet, verdrängt oder geschrien habe. Kurz darauf bekam ich die schreckliche Nachricht, dass ein sehr enger Freund tragisch ums Leben gekommen ist. Der Schmerz vermischte und verstärkte sich. Keine Worte halfen mir, die Depression und den Ärger zu verarbeiten. Das ist schwer. Ja, ich kann das verstehen. Wenn jemand so etwas durchgeht, ja, das ist schwer. So habe ich mich an die Kunst gewandt, verzweifelt bemüht, den Kopf über Wasser zu behalten. Tanz oder neue Ausdrucksform. Ich nutze Farbe und meinen Körper, um meine Trauer zum Ausdruck zu bringen. Diese Bewegung, die anfangs nach den Operationen unmöglich gewesen wäre, war ein Ventil für starke Wut, Angst und aufgestaute Energie. Meine Fragen wurden lauter. Wo warst du? Warum ist das passiert? Kann man es nicht wieder rückgängig machen? Ich fand Trost darin, wieder und wieder die Erfahrungen von Johann Sebastian Bach, Cory ten Boom, diese anderen kenne ich nicht, und unzähligen anderen zu lesen, die Leide tragen mussten. Gott hatte sie nicht verlassen, sie in ihren Momenten die Verzweiflung nicht vergessen. Trauer will gemeinschaftlich erlebt werden. In den dunkelsten Stunden wurde mir Gottes Nähe auf eine bisher unbekannte Art bewusst. Ich bekam keine Antworten auf meine Warum-Fragen, aber ich empfing Trost. Keine platte Antwort oder Silberstreifen am Horizont, sondern nur die Urbedeutung von Trost, Beistand, Komfort mit Stärke. Stärke, um weiterzuleben und zu vertrauen, trotz des Unverständnisses. Ich habe nicht über Widerstände triumphiert, sondern mich stattdessen der unterentrinnbaren menschlichen Praxis des Klagens hingegeben. Ich weiß nicht, wie viel du es verstanden hast, aber lass mich sagen, was sie gemacht hat. Sie hat einen Tanz aufgeführt, um ihren Kummer auszudrücken. Sie hat ein Studio angemietet. Sie ließ es auch auf Video aufnehmen. Also was hat sie gemacht, Bruder Moses? Sie hat ihre Unterwäsche gezogen, also Bikini, fast Bikini. Und sie war einige Kreise auf den Boden gemalt. Sie hat Farbe auf ihren nackten Körper gegossen. So, 90% nackten Körper gegossen. Sie hat einen ekelhaften Tanz auf einer riesigen Leinwand aufgeführt. Und dabei ihren Körper und ihre Beine gespreizt. Sie hat mit ihrem Körper ein Bild gemalt. Und durch diese Strip-Show hat sie Gott anerkannt, dass er sie nicht verlassen hat. Das ist die Frau des Pastors. Dieser Pastor, Pastor Philipp Buskamp von EFG, Brüdergemeinde, Jakobstraße, hat eine Stripperin zur Frau. Amen. Also sie hat nicht einen Club gemietet und für Dollars das gemacht, aber das ist, zeig mir den Unterschied bitte. Studio angemietet, für Video das gemacht. Es gibt dieses Video ist immer noch auf ihrer Website zu sehen. Immer noch. Und er ist der Pastor der Brüdergemeinde.
Und ich habe der Pastor das gesagt, also andere Prediger, diese Bilder weitergeteilt und guck mal, was sie tut. Und du hast mich ein Redeverbot gegeben, oder? Und der Friedermann Volker meinte, wir werden darüber reden, ja, ich werde mit ihnen reden. Und weißt du, was danach passiert ist? Nichts. Nichts. Er ist weiter, er predigt weiter. Er ist immer noch der Pastor. Und lass mich sagen, während dieser Zeit haben mich einige Leute aus der Kirche zum Mittagessen eingeladen. Sie wollen mit mir sprechen, einfach ja, zu verstehen, was ich glaube und alles. Sie haben meinen Post gesehen auf Facebook. Und ich werde einige Namen nennen. Vielleicht sagst du, warum sind die Namen so wichtig? Ich wollte einfach beweisen, was ich erlebt habe, was ich gehört habe. I'm not making this stuff up. Ja? Also es gibt dieser Typ, der heißt Steffen Schörner. Also seine Frau war diejenige, die das Zeugnis gegeben hat. Ja, weißt du, vorher. Und er und seine Frau leiten eine christliche Schule. Wow. Ja? Und er hat gesagt, Homosexuelle sollten ihr homosexuelles Leben legal leben dürfen. Es sollte keine rechtlichen Konsequenzen geben, wenn du homosexuell bist, kannst du ja gern homosexuell weiterleben, das sollst du tun. Ja? Und er meinte, selbst wenn ein Homo sein ganzes Leben als Homo lebt und 5 Minuten vor seinem Tod bereut, wird er in den Himmel kommen. Es gibt diesen anderen Typ, Raphael Wolf. Einmal nach dem Gottesdienst ist er zu mir gekommen. Hey! Warum postest du all diese Dinge? Ja? Kannst du nicht homosexuell verstehen? Also du kannst die homosexuell nicht verstehen, Alter. Das habe ich ihm gesagt. Und später haben wir noch, okay, sorry, ich war ein bisschen aggressiv, ja, ich auch, sorry. Und er hat mich eingeladen. Und er meinte, ob man an die Heilsicherheit glaubt oder nicht, sollte keine Rolle spielen. Ich weiß nicht, warum das für dich so richtig ist. Einmal gerettet, immer gerettet, soll kein Thema sein. Du glaubst an Jesus, fertig. Friedermann Volker, ja, nochmal, ich habe ihn einmal gesagt, Friedermann, ich glaube an Heilsicherheit, ich glaube einmal gerettet, immer gerettet. Weißt du, was seine Reaktion war? Weißt du, wenn dieser Typ stirbt und vor Jesus steht und sagt, Jesus, ich bin gerettet, guck mal, all meine Werke, das beweisen, dass ich gerettet bin. Weißt du, was Jesus sagen würde? Weich von mir, du Böse! Ich habe dich nie gekannt. Martin Trommer wurde Ashleys bester Freund. Weißt du? Also, er glaubt ganz sicher, dass man das Heil wieder verlieren kann. Weißt du? Er sagt, ja, du bist vergeben, du bist auf dem schmalen Weg, aber wenn du von diesem schmalen Weg wegläufst, dann verlierst du deine Vergebung. Ich habe gesagt, wie kannst du unvergeben werden wieder? Du bist schon vergeben, oder? Sie haben mich von diesem Hauskreis ausgetreten. Ja, das ist eine andere Predigt, ich kann das nicht heute predigen darüber. Also, der Martin Trommer war, du glaubst einmal gerettet, immer gerettet, du bringst Spaltung in unser Hauskreis damit. Weißt du? Und wir wollen dich nicht, das ist keine brüderliche Liebe, was du hast, ja, das ist kein Heiliger Geist. Sie haben mich rausgeschmissen. Und irgendwann mal habe ich auch, gleich danach haben sie mich auch von der Gemeinde ausgeschlossen. Ich werde einfach diese E-Mail lesen. Lieber Moses, schweren Herzens beabsichtigen wir als Gemeindeleitung, dich von der Gemeinde Jakobstraße auszuschließen. Dazu gehört auch, dass wir dir den Besuch der Veranstaltungen der Gemeinde untersagen. Außerdem bitten wir dich nachdrücklich, deine Lehren und Botschaften unter den Geschwistern und Freunden der Gemeinde, dazu gehört auch der internationale Hauskreis, nicht weiter zu verbreiten. Diese Absicht, unser Entschluss, ist das Ergebnis eines längeren Prozesses. Wir hatten einige strittige Gespräche mit dir. Einige der von dir regelmäßig und mit Nachdruck verbreiteten Lehren, Verwerfungslehre, andere hassen, Rolle der Frau, Unvergehbarkeit von Homosexualität, entsprechen nicht der Gesamtaussage der Bibel und unserem Bibelverständnis. Sie sind in der von dir mit Nachdruck vertretenen Form aus unserer Sicht als Irrlehren und törichte und gesetzliche Streitfragen abzuweisen. Leider bist du nicht bereit gewesen, deine Sichtweise durch die kritische Nachfrage der Gemeindeleitung zu korrigieren. Durch dein Auftreten in dieser Fragen nimmst du für dich in Anspruch, die alleingültige, unfehlbare biblische Wahrheit in diesen Lehrfragen zu verkünden. Zwar hast du dich an das von uns ausgesprochene Redeverbot im Gottesdienst gehalten, aber zeitgleich verstärkt andere Kanäle genutzt, YouTube, Facebook, WhatsApp, T-Shirts, ja, um deine Botschaften und Sichtweisen in einer aggressiv, subtilen Art und Weise permanent weiter zu verbreiten.
Deine Grundhaltung in diesen Fragen und dein Auftritt verletzt andere, richtet andere, irritiert und sät Zwietracht. Sie haben das auch, das Jesus gesagt, weißt du? Die Pharisäer, etwas Ähnliches. Zum Schutz der anderen von Irrlehren, persönlichen Angriffen sehen wir uns gezwungen und sehr deutlich von deinen Auftritten abzugrenzen und deine Sichtweisen und ihre Konsequenzen als unbiblisch zurückzuweisen. Da du dich in deinem Vorgehen unbelehrbar gezeigt hast und diese Botschaften weiter verbreitest, beabsichtigen wir, diesen Schritt des Gemeindeausschlusses zu gehen. Möglicherweise wirst du eine Gemeinde finden, wo mehr Gleichklang hinsichtlich einiger der wichtigen Fragen besteht. Amen, das haben wir gefunden. Preis den Herrn. Ja? Wir wollen dir aber mit diesem Schritt aus unmissverständlich deutlich machen, dass wir dich aus einem massiven Irrweg sehen und bitten dich inständig, dies auch von dem Herrn zu prüfen. Oh, ja. Ein Gemeindeausschluss wäre nur abwendbar, wenn du augenblicklich die Verbreitung der Irrlehren einstellst, auf keinen Weg, nee, und die von dir verletzten Geschwister um Vergebung bittest. Ich soll Sarah Buskamp sorry sagen, diese Stripperin sorry sagen. Und ich soll Christian Samreit sorry sagen, weil er ein Götzendiener ist. Schlag auf 1. Timotheus 3. Ihr seid in 1. Timotheus 3. Das haben wir am Anfang gelesen. Guck mal, als ich ein rückfälliges Leben geführt habe, war ihnen das völlig egal. Ja, wenn ich ein sündiges Leben gelebt habe, wenn ich schlechte Gewohnheiten gehabt habe, das ist völlig egal. Moses, ja, komm einfach, mach Musik für uns. Aber als ich mit dem Herrn ins Reine kam, mich neu orientierte, anfing die Bibel zu lesen, zu beten, mich auf Gottes Wort zu verlassen, da war man plötzlich unerwünscht. Nee, wir wollen dieser Typ nicht. Also, es gibt Leute, du kannst wie du willst leben, du kannst ein weltliches Leben leben, ja, du kannst für sich leben, willkommen in die Gemeinde. Aber wenn du Gott ernsthaft nimmst, nee, haben wir plötzlich ein Problem. Also, die Bibel sagt in Matthäus 10, 22, und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Das hat Jesus gesagt. Lukas 6, 26, wehr euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Denn ebenso haben sie ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Also, sie haben mich rausgeschmissen, weil ich die Verwerfungslehre gepredigt habe. Aber der Typ, dessen Frau Stripteasing geht, darf weiter predigen. Weißt du, die Dunkelheit duldet kein Licht. Weißt du, diese gleiche Einstellung sehen wir auch in der Welt. Oder? Es gibt so viele Kriminelle, es gibt Drogenverkauf, Drogenkonsum, es gibt Pädophilen, es gibt echte Kriminalität. Aber die Polizei sind hinter wem? Hinter uns. Wir sind Kriminelle geworden. Die Dunkelheit duldet kein Licht. Die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, Johannes 3, 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Guck mal, diese Brüdergemeinden beruhen auf einem falschen Führungsprinzip. Also sie werden von einem Ältestenkreis geleitet, als ob es eine Genossenschaft ist. Das glauben wir nicht. Und das ist ein Muster, das nach den Wegen der Welt ist. Sie verdrehen einige Bibelverse, damit sie in dieses System passen. Also, unsere Baptistenkirche werden von einem ordinierten Pastor geleitet, Pastor Stephen Anderson. Ja? Und wenn du Pastor werden willst, sollte der bestehende Pastor dich prüfen und aussenden. So funktioniert das. Auf diese Weise werden Gemeinden gegründet. Also, der Pastor ist der Chef. Wir glauben an eine Ein-Mann-Leitung. Weißt du? Nicht von einer Gruppe von Leuten, die Gemeinde leiten. Das ist nicht biblisch. Also, das ist das System, das wir in der Bibel sehen. Wenn eine Kirche wächst und groß ist, ja, kann der Pastor andere Älteste unter sich ordinieren. Wie zum Beispiel Senior Pastor oder Junior Pastor. Das ist auch in Ordnung. Aber in Brüdergemeinden ist der Pastor jemand, der den ganzen Papierkram erledigt. Er ist eine Marionette. Er macht die Arbeit, die die Ältesten nicht gerne machen. Also, wenn ihr seid in 1. Timotheus 3, 1, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begeht eine
vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit geben, nicht gewalttätig, nicht nach dem schändlichen Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Das ist wichtig. Eine der Qualifikationen eines Pastors ist, dass er Kinder haben sollte. Wie viele Kinder mindestens sind Kinder? Zwei, oder? Mindestens zwei, würde ich sagen. Ich kann mich nicht einem Pastor unterordnen, der keine eigenen Kinder hat. Weißt du? Was sagt die Bibel? Das nächste Vers. Wenn aber jemand sein Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Wer keine Familie hat, besonders die Kinder sollen auch ordentlich sein, ja? Und das, dann ist er fähig, Gottes Haus zu führen. Und dieser Pastor, dieser Philipp Buskamp, er hat sein erstes Kind vor 2 Jahren. Vor 6 oder 7 Jahren, er hat keine Kinder. Nur eine Frau ist Pastor. Deswegen ist er voller Stolz. Und was ist diese Kirche, was ist diese Gemeinde? Viele andere Gemeinden. Also, ich sage diese Gemeinde nur als Beispiel, damit du es weißt. Diese Kirche, was diese Kirche nicht versteht, ist, dass sie unter Gottes Strafe stehen. Sie haben keinen geistlichen Erfolg, sie bringen keine Menschen zur Errettung, sie gehen nicht Seelen gewinnen, sie verbreiten ein falsches Evangelium. Und lass mich dir sagen, was mit dieser Kirche geschehen wird. Was sind einige Möglichkeiten? Was kann mit dieser Kirche passieren? Nummer eins, eine Möglichkeit. Irgendwann wird es eine neue Generation von Ältesten aus der heutigen Gesellschaft geben, die Kirche in den Abfall weiter treiben werden. Oder? Sie werden LGBT-freundlicher werden. Sie müssen es. Sonst geht es nicht. Ja? Sie werden ökumenischer werden. Also sie sind schon mit schwulen aussehenden Priestern befreundet, die Taler tragen. Ja? Morgen werden sie mit Pädophilen befreundet sein. Ja? Alle ihre Frauen werden Stripperinnen sein. Oder? Oder Gott wird seinen Zorn durch einen Krieg oder etwas anderes ausschütten und die Kirche völlig zerstören. Also? Sorry, ich werde heute ein bisschen mehr als eine Stunde gehen. Gib mir 15 Minuten. Ich versuche es kurz zu machen. Also, lass mich dir sagen, was passieren kann. Zum Beispiel während der Trübsal wird es Krieg geben. Gott kann diese Kirche zerstören einfach. Ja? Oder alle unerlösten Menschen in dieser Gemeinde, also die Mehrheit, sie werden den Antichristen unterstützen, wenn er in Macht kommt. Ja? Sie werden alle das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Auf jeden Fall. Ja? Und die erretteten Christen, die eine Minderheit sind, und sie werden erkennen, wenn der Antichrist an den Macht kommt, werden sie erkennen, okay, er ist vom Satan. Aber zu spät. Sie sind nicht vorbereitet. Also sie waren unter falschen Christen. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie werden nicht bis ans Ende ausharren. Der Antichrist will sie ins Visier nehmen und sie zuerst töten. Also, sie werden die Entrückung nicht erleben. Weißt du? Und sie haben auch eine andere E-Mail geschrieben zu diesem Hauskreis. Ja, das lese ich nochmal. Liebe Geschwister des internationalen Hauskreises, nach der Videobotschaft von Moses, ich habe ein Video gemacht von dem Hauskreis. Ich habe gesagt, wie böse sie sind, wie diese Leitungen sind. Ja, ich habe das wahre Evangelium erzählt, ja, Verwerfungslehre erzählt. Nach der Videobotschaft von Moses hat es ein Gespräch von Reinhold und Martin mit uns Ältesten gegeben. Wir haben in dem Gespräch nochmals betont, dass wir euren Hauskreis als Teil der Gemeindearbeit Jakobstraße verstehen und als Älteste hinsichtlich der im Video dargelegten lehrmäßigen Angriffe schützend vor euch stellen. Wir haben Reinhold und Martin unsere Sichten zu einzelnen lehrmäßigen Punkten dargelegt, die sich weitgehend mit ihren Decken. Die Sichten, die Moses verkündigt, weichen davon sehr stark ab. Die erkennbare Haltung in seinem Auftreten, ich liege richtig und ihr liegt falsch, kommt nicht aus der Liebe und steht im krassen Widerspruch zu Philipper 2,3, was auch immer, das habe ich nicht gelistet. Also, sie sagen, Moses hat diese Haltung, er liegt richtig und die anderen liegen falsch. Und das war ein Problem. Guck mal, wir sollten zu dem stehen, was die Bibel sagt. Ja? Und eine gesunde Haltung einnehmen. Das ist richtig, was die Bibel sagt, und du liegst falsch. Natürlich, wenn wir mit Menschen reden, wir sagen das in anderer Art und Weise, wir sind gnädig, wir wollen erzählen, ja, wenn wir Seelen gewinnen gehen.
Aber wenn wir, also zum Beispiel, wenn wir auf der sozialen Medien, was auch immer, Videos, Botschaften, wenn wir predigen, sagen wir, was die Bibel sagt und viele Christen sind falsch, das sagen wir. Ja, wie es ist, das ist nicht falsch. Guck mal, das sollte auch diese Kirche haben, oder? Diese Kirche, besonders wenn du Brudergemeinde bist, solltest du hinter dieser Haltung stehen. Dass Frauen sollte es nicht erlaubt sein zu predigen. Ja, wir haben recht, du liegst falsch. Das sollen sie sagen zu dieser EFG-Baptistengemeinde. Oder die Taufe, wir taufen Erwachsene, die an Jesus geglaubt haben. Wir lehnen Kindertaufe ab. Die Kindertaufe ist nicht biblisch. Wir haben recht, du liegst falsch. Du sollst aufhören, Kinder zu taufen. Nee, sie wollen dorthin gehen und predigen. Und weiter. Seine Sicht, dass es richtig ist, Menschen zu hassen, die Gott liebt und dass die Schrift dieses legitimiert, die er in seinen Posts und WhatsApp-Nachrichten äußert, widersprechen wir aufs Schärfste. Zudem kommt er damit in Konflikt mit deutschen Gesetzen. Echt? Ui, das wusste ich nicht, Alter. Okay. Wir haben Moses Mitte April mitgeteilt, dass wir seine Mitgliedschaft in der Gemeinde aufheben. Dies haben wir aufgrund seiner mangelnden Einsicht und dem offensichtlichen Nicht-Umkehren-Wollen trotz vieler Gespräche unsererseits bereits vollzogen. Sie haben mich verworfen, ja? Wir haben ihm dieses schriftlich mitgeteilt, verbunden mit der Bitte, nicht mehr zu den Veranstaltungen der Gemeinde Jakobstraße zu kommen, auch keine E-Mails und Botschaften auf sozialen Medienkanälen an Geschwister der Gemeinde und des Hauskreises zu senden. Er hat dem in einem E-Mail an Benjamin Förster zugestimmt, weiß ich nicht. Ich habe das nicht getan. Moses ist daher nicht mehr Mitglied unserer Gemeinde. Wir hoffen, dass ihm dieser Schritt dazu dient, zur Besinnung zu kommen und die eingeschlagene, lehrmäßige Pferden zu verlassen. Wir sind weiterhin jederzeit für ihn gesprächsbereit. Oh, ja. Okay, guck mal, warum habe ich entschlossen, jetzt diese Predigt zu halten? Dieser Philipp Buskamp, dieser Pastor, hat vor kurzem einige meiner Videos entfernen lassen. Ja, sie haben ein Online-Portal bezahlt, das vermute ich, um einige der Videos, die seine Kirche kritisieren, erfolgreich entfernen zu lassen. Ja, und ich habe einige Copyright-Strikes gemacht und Leipzig 1611 wurde gelöscht. Ja, das weißt du schon. Also, sie beanspruchen das Urheberrecht an Videos, die sie veröffentlichen und an Bildern, die sie auf ihrer Website stellen. Also, und das ist etwas, was die Welt tut, weißt du? Das ist der Weg der Welt. Du darfst mein Material nicht ohne meine Erlaubnis verwenden. Ist etwas, der aus der Welt kommt und von Kirchen und Christen leider nachgeahmt wird. Also, guck mal, wenn du ein privates Geschäft hast, wenn du Präsident einer Organisation bist, kannst du das tun. Du hast das Recht zu tun. Ja? Und wenn du nicht willst, dass dein Material von anderen frei verwendet wird, lass mich dir sagen, dann ist der christliche Dienst nicht der richtige Beruf für dich. Weißt du? Wenn du dem Herrn dienst, steht es jedem frei, jeder kirchliche Aktivität und alles, was wir herausgeben, für jeden Zweck zu verwenden, den er möchte. Weißt du? Es ist erlaubt, mich zu kritisieren. Ich gebe dir das Recht. Du darfst meine Bilder, Videos verwenden. Nichts von dem Material, das ich veröffentliche, ist urheberrechtlich geschützt. Nichts von, was wir machen. Du kannst, was du willst machen mit diesen Videos, mit Lieder, was wir alles tun. Selbst wenn du mich diffamierst, selbst wenn du Teufelhörner aufstellst auf mich, steht es dir frei, das zu tun. Du darfst das tun. Und du wirst von meiner Seite aus keine rechtlichen Konsequenzen haben. Das sage ich. Ich werde wahrscheinlich ein Video machen, dich entlarven. Das ist was anderes. Die Bibel sagt, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Das hat Jesus gesagt. Amen. Freely you have received, freely give. Der Herr Jesus hätte ein solches Thema nie angesprochen. Er würde nicht Copyright erheben heute. Das glaube ich nicht. Er hat sich verfolgen lassen, er hat sich schlagen und verleumden lassen, auch die Apostel. Wir sehen sie nicht in einer solchen Angelegenheit. Sie sind ein Haufen von verweichlichen Geschäftsleuten, oder? Sie können sich den Mist, den sie verbreiten, nicht eingestehen, diese Leute. Sie sind unsicher, was sie predigen. Und die Bibel sagt in Matthäus 10, 27, was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Sie haben nicht den Mut, von den Dächern zu predigen, diese Leute, weil sie wissen, dass das, was sie predigen, nur Mist ist. Schwachsinn ist. Guck mal, so sind Kirchen heute. Kleine Mädchen. Das sagt auch Lothar Gassmann, oder? Löscht ihr Videos. Warum löscht ihr ihre Kanäle nicht?
Und was soll diese Gemeinde tun? Lass mich sagen, was sollen diese Gemeinden tun? Ich würde sagen, zuallererst, diese Gemeinde zum Beispiel, sie sollen dieser Philipp Buskamp einfach aus dem Dienst werfen. Oder? Wenn seine Frau Stripping tut. Oder, also guck mal, dieses Video, was soll diese Botschaft sein? Was wollen sie klären? Also sie hat eine schlechte Erfahrung. Damit, das verstehe ich. Aber wenn man so reagiert, wird es nicht besser. Glaub mir. Ja, also sie meinen, dass Frauen in der Gemeinde, ich bin der Frau des Pastors, wenn du etwas Trauriges erlebt hast, kannst du Stripping gehen, oder? Lass mich dir, und sie sollen auch auf jeden Fall von der EFG-Bund rauskommen, oder? Wir haben schon diesen Artikel gelesen, das vor ein paar Tagen von BNN rausgekommen ist. Dieser Typ, er sagt, einige Kirchen in unserem Bund segnen Homosexuellen, einige nicht. Ja? Warum bist du mit denjenigen befreundet, die Homosexuellen segnen? Bist du bescheuert oder was? Ich kenne einige Gemeinden. Es gibt EFG Dessau, EFG Aschersleben. Sie sind nicht damit zufrieden. Sie wollen rauskommen. Sie sagen EFG, Bund, EFG, KDÖR, DUMM, was auch immer. Sie sind einfach gottlos geworden, liberal geworden. Und lass mich dir sagen, das beste Entscheidung, die diese Gemeinden treffen können, die beste Entscheidung, sie sollen einfach ihre Gemeinde abschließen, ja, richtig, und nicht nur das. Sie sollen einfach irgendeinen guten Pastor, NIV-Pastor anrufen und sagen, bitte übernehme unsere Gemeinde. Schick einen Pastor, wir werden unter ihn werfen. Und wenn sie das tun, sie werden diese Entscheidung in die Ewigkeit gar nicht bereuen. Weißt du? Aber sie werden das nicht tun. Aber wenn sie das tun, 90% ihrer Gemeindemitglieder, sie werden sie verlieren. Aber hey, das Rest, sie werden gesegnet. Sie werden das nicht tun, deswegen muss Jesus kommen und alles aufräumen. Also, lass mich einige Tipps geben. Ja? Guck mal, wenn du in einer Situation bist, wenn du zum Beispiel in einer Brüdergemeinde jeden Sonntag predigt eine andere Person. Und wenn du weißt, okay, es gibt diese Person, der ist gerettet. Zum Beispiel dieser Benjamin Förster ist gerettet. Er hat das richtige Evangelium. Einer der Ältesten in dieser Brüdergemeinde hat das richtige Evangelium. Und ja, ich habe Liebe für ihn. Er ist ein Bruder. Aber meine Frage, was tut er dort? Ja? Er will einfach Menschen gefallen, er will einfach seine Position leben. Okay, du bist in einer Gemeinde, ja, der Typ ist ein Loser, er hat mindestens das richtige Evangelium. Ich würde sagen, du kannst dorthin gehen und sitzen, anhören. Ja? Wenn du weit von Pforzheim lebst, irgendwo anders, du hast keine andere Option, du hast diese Gemeinde, geh trotzdem, würde ich sagen. Du kannst was lernen. Guck mal, ich habe in meinem Leben Predigten von John Piper gehört. Ich habe Predigten von David Pawson gehört. Sie sind alle Irrlehrer. David Pawson besonders lehrt, dass du dein Heil wieder verlieren kannst. Aber lass mich dir sagen, David Pawson ist ein sehr guter Lehrer, wenn es um historische Daten geht. Du kannst, zum Beispiel, ich habe von Irrlehrern Deutsch gelernt. Du kannst was lernen. Weißt du? Ja? Also es steht dir frei. Du musst nicht denken, okay, es ist Heiliger Geist, was auch immer. Du kannst was lernen. Ja? Es zählt nicht als Sünde, in einen Gottesdienst zu gehen, wo der Prediger nicht gerettet ist. Du kannst dorthin gehen. Aber, also, natürlich, wenn du weißt, die ganze Gemeinde ist bescheuert, sie haben nicht einmal das wahre Evangelium, würde ich sagen, okay, du sollst nicht gehen. Du sollst zum Beispiel katholische Gemeinde oder so vermeiden, wo Götzenbilder gibt. Nicht in eine charismatische Gemeinde gehen. Ja, aber wenn es eine Older FB gibt, wenn Pastor gerettet ist, hey, warum nicht? Oder wenn du Fragen zur Lehre hast, kannst du mit den Ältesten darüber sprechen. Du kannst mit Menschen über das Evangelium sprechen in der Gemeinde, aber sprich nicht mit Menschen in der Kirche über sekundäre Lehren, von denen du weißt, dass sie Spaltungen verursachen werden. Du sollst ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Wenn du soziale Medien nutzt, um dein Verständnis der Bibel zum Ausdruck zu bringen, kann dich das in Schwierigkeiten mit deiner Ortsgemeinde bringen. Und wenn sie entscheiden, dich auszuschließen, deswegen solltest du das akzeptieren. Weißt du? Je direkter und offener du bist, desto eher wirst du rausgeschmissen werden. Ich würde schneller rausgeschmissen werden als vielleicht Bruder Ashley. Von solcher Gemeinde. Und meine Situation war anders. Ich war schon ein Leiter in dieser Gemeinde, Lobpreisleiter. Ich hatte eine starke Stimme in dieser Gemeinde. Deswegen war es ein bisschen schwer für mich. Ja? Manchmal denke ich, Mann, ich hätte meinen Mund halten sollten. Aber es war nicht so einfach. Niemand hat mir das gesagt, was ich machen soll, was ich nicht. Aber deswegen sage ich euch, ja, wenn du zum Beispiel neu in eine Gemeinde gehst,
irgendwo anders, du lebst irgendwo anders als in der Gemeinde, du weißt nicht, geh dorthin, weißt du? Einfach. Und wenn die Kirche dir sagt, dass du etwas nicht tun sollst, was nicht im Widerspruch zur Bibel steht, solltest du gehorchen. Denn du gehst ja in diese Kirche. Und zum Beispiel, du musst nicht ein Kirchenmitglied werden, weißt du? You can maintain a low profile, wenn du dann in eine andere Gemeinde gehst. Du musst nicht mit jeder Menschen bester Freund werden. Wenn du weißt, okay, es gibt dieser Typ, es gibt diese Leute, die nicht gerettet sind, ja, du versuchst einmal mit ihm das Evangelium zu sprechen, zweimal, und er wird nicht mehr glauben, fertig. Du musst nicht mit ihm reden. Du kannst lieber mit anderen Leuten reden, die gerettet sind, oder? Und wenn die Leute zu dir kommen und ein Gespräch anfangen, einfach sei höflich, ja, okay, okay, tschüss, fertig. Oder? Du musst nicht immer wieder diese Lehre bringen und in eine Debatte kommen, das musst du nicht. Du hast schon ein, zweimal gesagt. Und ich würde sagen, don't skip church. Never skip church. Sonntag in die Gemeinde gehen. Weißt du, meine Eltern haben mich seit meiner Geburt daran gewöhnt, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Deswegen kann ich es nicht am Sonntag in die Kirche gehen. Ich kann nicht dort, nachdem sie mich ausgeschlossen haben, ich habe immer versucht, ich war in eine andere Gemeinde, das hat mich nicht gefallen, dann Sonntag in eine andere Gemeinde. Und endlich habe ich diese Gemeinde gefunden, in Wittenberg. Baptistenbibelgemeinde. Pastor ist gerettet. Du darfst auch Seelengewinnen gehen. Also, wenn es um einige sekundäre Lehre geht, ja, ist es ein bisschen off. Aber hey, warum nicht? Weißt du? Und selbst, lass mich dir sagen, sitze nicht an einem Sonntagmorgen zu Hause. Mach das nicht. Also, wenn nicht für dich, tu es für deine Kinder, wenn du Kinder hast. Weißt du? Wenn deine Kinder sehen, dass ihre Eltern am Sonntag nicht zur Kirche gehen, hat das Konsequenzen auf ihr Leben, weißt du? Sie werden auch denken irgendwann, okay, mein Papa ist nicht an diesem Sonntag gegangen, vor einiger Sonntag war er einfach zu Hause, wir haben einfach Livestreaming geschaut. Ich kann das auch tun, das ist nicht so schlimm. Ja, gib kein schlechtes Vorbild für deine Kinder. Und wenn du in eine solche Kirche gehst und weißt, dass sie mit bestimmten Lehren nicht einverstanden sind, musst du nicht in eine Debatte kommen, Streit anfangen, das musst du nicht. Ja? Bleibe einfach auffällig, lerne, was du kannst. Du musst mit ihnen kein bester Freund werden, du musst kein Mitglied werden. Ja? Trotzdem, du kannst in eine Gemeinde gehen, ruhig sein, nach dem Gottesdienst zwei, drei Leute Hallo, hey sagen, tschüss, fertig. Ja? Und wenn du, lass mir einige Tipps geben, letzter Tipp, wenn du mit jemandem über die Lehre diskutierst, wenn du zum Beispiel, sie kennen, okay, dieser Typ, ich habe dich ein Bild gesehen in Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, ich möchte mit dir reden, was auch immer, dann, ich würde sagen, du sollst deine eigene Vorbereitung machen. Schick keine Links von Pastor Anderson. Schick keine Links von, ey, guck mal, du kannst das sehen in einer Stunde. Nee, du sollst dein eigenes Lesen machen und du sollst ihm persönlich erklären. Also, das ist wichtig. Du solltest die Passagen lesen und sie ihm erklären. Guck mal, wenn der Pastor glaubt, dass Homos ihre Sünden bereuen sollten, ist er wahrscheinlich verwirrt. Also er hat das wahre Evangelium, aber niemals gelehrt bekommen. Der Arme, er weiß es nicht. Er weiß es. Vielleicht ist es eine Gelegenheit für dich, mit ihm zu reden darüber, ihm aufzuklären. Und wenn er das nicht mehr glaubt, okay, du hast das Beste getan. Ja? Ich kenne auch einige Leute, die gerettet sind, sie haben das wahre Evangelium. Und sie glauben, dass Homos gerettet werden sollen, indem sie Buße tun. Ja? Und sie haben das einfach nicht richtig verstanden. Also, sei gnädig mit ihnen. Du kannst trotzdem in die Gemeinde gehen. Und ich werde mit dieser Vers abschließen, Hebräer 10, 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie sie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja, wir sollen die Versammlungen nicht verlassen. Ja, sollst immer in die Gemeinde gehen. Wenn du hierher kommst, super. Aber wenn du es nicht schaffen kannst, du sollst irgendwo in der Gemeinde gehen Sonntag. Bleib nicht zu Hause. Ja? Lass uns jetzt beten. Danke, Herr, für diese Kirche und für den heutigen Gottesdienst. Wir danken dir für diese Kirche in einer so dunklen Nation, in der jede andere Kirche Kompromisse eingeht. Herr,
Bitte bringe eine Erweckung in diesen Kirchen, in diese Kirchen, damit sie große Dinge für dich tun und deinen Namen Ehre machen können. Bestrafe diejenigen, die deinen Namen missbrauchen und Menschenlehren predigen und andere zum Fall führen. Bewahre uns, beschütze uns und gib uns den Mut, trotz aller der Verfolgung, der wir ausgesetzt sind, weiterzumachen. In Jesu Namen, Amen. Amen. Das letzte Lied, wir singen, Lied Nummer 436, 436, 436. Sein Leben ein Segen für andere. Ist dein Leben ein Segen für andere? Strahlst du göttliche Liebe hinaus? Künde Sünde, du heilende Lösung. Fürs verlorene Heim du nach Haus. Mach mich zum Segen für andere heut. Mach mich zum Segen zur jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen zum anderen heut. Ist dein Leben ein Segen für andere? Hilfst du anderen leicht in die Last? Hast du Balsam für blutende Herzen? Zeigst du müden die Städte der Rast? Mach mich zum Segen für andere heut. Mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere hoch. Ist dein Leben ein Segen für andere? Bist du täglich und stündlich bereit, den Geringsten und Ärmsten zu dienen? Bist ein Segen für andere, du Heut. Mach mich zum Segen für andere Heut. Mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere Heut. Wir werden nicht anderen zum Segen, wenn die Sünde noch Raum in uns hat. Seinem Herrn darum völlig ergeben, so gebraucht ich die göttliche Gnade. Mach mich zum Segen für andere heut. Mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere.